Die SZ, das ist ein Streiflicht, das ist ein Kasten auf der 1, das ist aber auch die Seite 3, die tägliche Reportage. Eine besondere Lust an der Sprache, eine Liebe zur Sprache auch. Wir bemühen uns darum, zur Meinungsbildung beizutragen, ohne selbst Meinung zu machen. Was mich fasziniert ist, dass die SZ es schafft, in einer Geschwindigkeit jeden Tag eine Zeitung zu machen, Geschichten zu machen, die ein Wochenmagazin nie zustande bringt. Die Geschichte der Süddeutschen Zeitung beginnt am 6. Oktober 1945 im vom Krieg zerstörten München. Von einem zweimal wöchentlich erscheinenden Lokalblatt avanciert sie zu auflagenstärksten unter den überregionalen und international beachteten Zeitungen Deutschlands. Rund 425.000 Menschen haben sie heute abonniert. Die Süddeutsche Zeitung hat eine sehr hohe Relevanz für Deutschland. Da ist sie die größte Qualitätstageszeitung und gibt dadurch eine kenntnisreiche Einordnung des immer komplexer werdenden Tagesgeschehens für unsere Leser und Leserinnen. Die Süddeutsche Zeitung versteht sich als Leuchtturm in einer unruhigen und unübersichtlichen Welt. Ein großes Netz an Korrespondentinnen und Korrespondenten recherchiert dafür überall auf der Welt spannende und relevante Geschichten. Die Süddeutsche Zeitung braucht dieses Netz an Korrespondentinnen und Korrespondenten, weil wir nur so authentisch, glaubwürdig sein können und wir haben auch Informationen, die andere nicht haben. Dabei bleibt die SZ in Bayern und München tief verwurzelt. Die Lokalredaktionen sind in der Region ständig präsent. Sie sind für den Kontakt und die enge Beziehung der Leserinnen und Leser zu ihrer SZ unverzichtbar. Lokaljournalismus ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich da sehr nah dran bin an den Themen, über die ich berichte und eben auch an den Menschen, die betroffen sind von Entscheidungen, die jetzt hier im Rathaus gefällt werden. Und ja, das Feedback ist eben auch immer sehr unmittelbar von den Lesern, aber auch von den Menschen, über die man berichtet. Die SZ steht dabei ständig im Dialog mit ihren Leserinnen und Lesern. Social Media hat eine wachsende Bedeutung. Das ist eigentlich das Leserforum der digitalen Welt. Wir sind in einem Austausch mit unseren Leserinnen und Lesern. Wir hören ihnen zu. Also im Dialog zu sein mit den Leserinnen und Lesern ist Teil dieser Beziehung, wie wir sie pflegen. Die Süddeutsche Zeitung zeigt mit ihrer Arbeit Missstände auf. Mit seinen Recherchen hat das Investigativressort Großkonzerne erschüttert, Steuerbetrug in Milliardenhöhe öffentlich gemacht, Regierungen zu Fall gebracht und Abhörskandale aufgedeckt. An den großen Fällen arbeitet die SZ nicht allein, sondern im Verbund mit den besten Journalistinnen und Journalisten weltweit. Wir arbeiten deswegen mit anderen zusammen, weil wir irgendwann gesehen haben, dass es Geschichten gibt, die können wir nicht mehr allein recherchieren, die in vielen Ländern spielen, in unterschiedlichen Sprachen, wo politische Systeme, Wirtschaftssysteme eine Rolle spielen, die wir von hier aus, von Deutschland aus, niemals alleine recherchieren können. Wenn wir Kollegen aus 80 Ländern haben, ist es besser, wir haben in 80 Ländern gute Geschichten, als nur den deutschen Teil. Die Redaktion berichtet über die wichtigsten Ereignisse einer globalisierten Welt. Sie macht sie verständlich, ordnet sie ein und kommentiert sie. Und das in Echtzeit. Schon längst nicht mehr nur auf Papier, sondern auch digital. Es ist der Redaktion und dem Verlag gelungen, die Menschen auch für unsere digitalen Produkte zu begeistern, weil wir unsere Identität dort hineingetragen haben. Wir bringen eine sachlich klare Berichterstattung mit einer meinungsstarken Kommentierung, mit dem Schalk im Nacken, mit dem Augenzwinkern. Man hat etwas Besonderes, gleich in welcher Darreichungsform. Und das kommt bei den Leserinnen und Lesern sehr gut an. Spannende Geschichten finden Sie in der Digitalausgabe, auf Ihren mobilen Geräten und auf sz.de. Noch nie hatte die Süddeutsche Zeitung mehr zahlende Abonnentinnen und Abonnenten als heute. Und rund 250.000 von ihnen nutzen sie digital. Die zukünftige Zeitung wird vielfältiger, breiter aufgestellt sein, mit unterschiedlichen Medienangeboten, hörbaren, lesbaren, erlebbaren. Das ist eine Fähigkeit, die wir erlernen müssen, weil sich das Lesenutzungsverhalten gerade im Wandel befindet. Und das ist etwas, in das wir auch nachhaltig investieren müssen, sprich digitale Kompetenz aufbauen, um nachhaltig erfolgreich zu sein. Die SZ denkt das Konzept Zeitung immer wieder neu. Sie hören Auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast.
Viele der Geschichten kann man nicht nur lesen, sondern auch hören. Man muss Zeitungen heute weiter interpretieren als nur gedruckt und auf Papier. Über das Lesen kommt das Hören mit dazu. Das passt sehr gut zu uns und da legen wir in der digitalen Produktentwicklung auch einen großen Wert drauf. Die Redaktion entwickelt ihre Formate und Recherchemethoden ständig weiter. Neue Geschichten findet sie zum Beispiel in Daten. Mit datenjournalistischen Methoden lassen sich eigentlich alle möglichen Geschichten erzählen, total themenunabhängig. In fast jedem Themenbereich gibt es Daten, denen man ihre Geheimnisse nur noch entlocken muss. Und indem wir statistische Methoden benutzen, können wir einen neuen Blick auf ein Thema werfen. Mit der Digitalisierung wird das Zusammenspiel von Text, Bild, Grafik, Podcast oder Video zu einem Teil des Erzählens und das journalistische Arbeiten zu einer Gemeinschaftsleistung der unterschiedlichen Ressorts. Am Visual Desk kommen sie zusammen. Wir arbeiten hier über viele Abteilungen hinweg mit den Ressorts der Süddeutschen Zeitung zusammen, um die besten Geschichten digital und gedruckt zu erzählen. Und große Geschichten, große Recherchen entstehen hier Hand in Hand und dann entstehen Geschichten in der Qualität, wie es aktuell sonst in Deutschland eigentlich kein anderes Medienhaus es schafft. Aber selbst wenn digitale Darstellungsformen immer weiter an Bedeutung gewinnen, die Idee Zeitung bleibt. Die SZ erzählt gut recherchierte Geschichten, die Erkenntnis bringen und auch noch Vergnügen schaffen. Heute genauso wie vor 77 Jahren.